Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen Aufnahmerunde von Bevos TechPack Minecraft. Ja, da sind wir wieder. Und ich habe ganz viele Zettel hier liegen mit Gesprächsthemen. Dieses Mal doch sehr ergiebig gewesen. Ich habe jetzt mir gedacht, ja, hast jetzt so eine anderthalb Stunden Zeit. Nimmst du mal für Samstag und Sonntag die Folgen zumindest auf, damit ich die Ränder nun hochladen kann. Das heißt, diese Folge, die ihr hier jetzt seht, es ist heute Donnerstag, der 12. Sie kommt Samstag raus, also ungewohnt kurzer Abstand. Und ja, dann habe ich mal erstmal gesagt, guckst du doch mal in die Kommentare an, weil da irgendwie YouTube in letzter Zeit so ein bisschen Probleme hat. Ich habe teilweise mal ein paar Tage gar keine, habe ich schon gedacht, oh Gott, keiner schreibt mehr mit dem... Sie mögen mich nicht mehr. Und dann morgens so, gucke drauf, Handy, babam, Feuer. Mit Kommentaren in der Inbox. Leider zeigen sie die Kommentare der per E-Mail nie ganz an, was ich ganz doof finde, dass man dann über dann trotzdem doch mal richtig gucken muss. Und habe jetzt eben auch schon mal auf Kommentare geantwortet und ein paar durchgelesen. Es sind eine Menge. Ich muss da mir nochmal Zeit nehmen. Ich hatte jetzt ja auch durch Imagefilm nicht so viel Zeit. Und eine Frage, die gekommen war, die ich da drin gesehen hatte, die zum Beispiel gar nicht in meinem Postfach reingekommen ist, wo ich auch froh bin, dass ich jetzt da nochmal so von Hand reingeguckt habe, ist diese blauen schönen Steine, wie man die baut. Ich hatte das in Folge 100 ja gezeigt, aber ich wurde gebeten, ob ich es nochmal zeigen könnte. Ich mache das natürlich auch nochmal ganz gerne. Und gucken wir mal, ob wir da überhaupt alles für da haben. Dann habe ich das zumindest gemacht. Und dann habe ich gesagt, eigentlich ganz viel noch, worüber ich reden möchte. Okay, den Schlüssel habe ich dabei. Ach, wo die herkommen, das ist was anderes. Das ist uninteressant. Das hat mich zu interessieren. Hava. Wir haben gar keine Lava mehr hier oben, oder? Das wird dann schwieriger. Wenn ich keine Lava haben sollte... Nee, ich habe nur Blut. Blood. Ja, wie mache ich das denn jetzt am besten mal? Habe ich die unten noch? Drück die Daumen, dass ich sie unten noch habe. Dann kann ich das nämlich noch zeigen. Ich hoffe, ich habe das Rezept noch richtig im Kopf. Er hat mich nicht gesehen. Ganz leise sein. Da haben wir sie ja. Lavastone. Flupp, nehmen wir mal einen raus. Wie man diesen netten Lavastone macht... ist ganz einfach, ihr nehmt halt Stone oder halt aus dem Grongischen Duden Clean Stone und in der Mitte ein Lava-Eimer. Dann bekommt ihr diesen Lava-Stone da raus. Und wenn ihr dann diesen Schissel von der Schisselmod, ich war schon kurz davor, noch reinzuschreiben, wenn es so weitergeht, ist hier voll Schissel mein Nissel los, weil ich habe dieses Wort Schissel in dem Kommentar antworten, erst ein paar Mal rein, habe es dann abgeändert. Jedenfalls, ihr legt dann, verdammt, das war doch mit dem. Babum, seht ihr? Gut, dass ich einen Kommentar dann noch abgeändert habe. Es war nicht der Lavastone. Verdammt! Was war das denn dann nochmal? Jetzt bin ich gerade echt überfragt. Nein, natürlich nicht. Ich weiß ja, wie ich mir helfen kann. Zack. Ja, es sind immer so viele Sachen. Da kommt man gerne mal durcheinander. Dann weiß nicht mehr ganz 100%. Ich wusste, er hat erst geschrieben mit den Blöcken. Und dann hat er gedacht, nee, warte mal, guck lieber in der Aufnahme nochmal. Und habe dann reingeschrieben. Ich werde es dann in der Folge Samstag oder Sonntag zeigen. So, da haben wir... Ach, genau... guten Morgen, ich bin die Nachtschwester. Das gute Kram wird aus Netherbrick gemacht. Wir haben natürlich auch noch ein Netherbrick hier. Das heißt, wie Netherbrick hergestellt wird, wisst ihr ja, sicher, hoffentlich. Und damit geht das. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Also mit Netherbrick. Netherbrick ist ja klar, ihr nehmt Netherstone, haut den in den Ofen rein, dann könnt ihr Netherbricks zum Beispiel machen und mit Sicherheit noch tausend andere Methoden hier durch die Mods. Also das ist ja hier das Standard, ne? Das da ist halt das da. Schnauze, Zombie-Pigman! Oder ihr sucht halt anders, beziehungsweise es gibt halt so diverse Methoden, wie man das machen kann, wie den herstellt. Die einfachste, finde ich, ist halt wirklich, ihr brennt euch aus Netherrack, der ja auch einfach abzubauen ist, einfach die hier schön, die Ziegel, und macht daraus dann das. Und dann haut er die in den Schissel rein und dann habt ihr hier diese wunderschöne Auswahl und da sind halt auch die blauen mit bei. Dir ist schon klar, dass ich dich nicht mag. Hä? Louis? Er hat noch schon mal einen Zombie-Pigman namens Louis, oder? Jetzt ist er sauer. Hey, warte. What's up? Oh. What? Okay. Hat gerade der Zombie... Also jetzt bin ich erstaunt, wie das jetzt geschehen konnte.
Also ich könnte ja noch verstehen, dass ich beim beim Hauen die da getroffen habe. Aber wie ich es geschafft habe, das wird wahrscheinlich von unserem Zombie-Pikmin gewesen sein. Boah, verwirrt. Verwirrtheit. Guten Nachmittag inzwischen. So, das habe ich gezeigt. Oh, jetzt muss ich mal hier kurz gucken. Es waren, wie gesagt, so viele Kommentare. Und auch ein paar andere Sachen, die ich anschneiden wollte als Thema. Gott, oh Gott, oh Gott, was nehmen wir denn mal? Ja, und ich glaube, das ist jetzt vielleicht erstmal ganz gute Methodik. Die letzte Aufnahme war ja unter dem großen Motto des trolligen Küsschen. Auch schon nochmal vielen Dank für die, die das gemacht haben, weil ihr nur das letzte Video Küsse geschrieben haben. Find ich supi. Hätte natürlich nicht auf mich verlinken sollen. Seid ihr denn narrisch? Das ist, naja, er hätte es eh kommen sehen, weil er genau diese Folgen guckt er natürlich auch. war schon ganz geil. Okay, nee, die braucht man noch nicht essen. Das lohnt nicht. Okay. Ja, dann essen wir mal eine Pizza mal wieder, ne? Na, wir müssen bald wieder kochen, würde ich behaupten. Und schnappen uns nochmal eine Baked Potato. Machen wir erstmal eine Baked Potato. Und dann machen wir das. Ja, eine Trollfolge mit dem guten Küsschen. Das war, oh. Ich muss ja zugeben, nein, ich habe es natürlich nicht alles ernst genommen. Aber mit ein paar Sachen. Lieber Gottofell, falls du diese Folge auch siehst, bist du doch so ein bisschen über eine Grenze gegangen, wo ich mir gedacht habe, mein Freund, würden wir uns jetzt gegenüberstehen, würdest du einen auf die Nase bekommen. Weil es gibt so Sachen, die unter Freunden wirklich, die man persönlich kennt, weiß man, was man machen kann, da ist das ja, aber wenn man einen nicht persönlich kennt, gibt es so ein paar Sachen, da macht man dann vielleicht, sollte man sich da ein bisschen zurückhalten, Contenance bewahren und ein paar Stellen bist du doch so ein bisschen ausgeschritten. Mit Punkt, wir gehen auf, wir machen ein Mittelalterfest und schlachten einen God to Fail ab. Ich glaube, Lücke und ich, das ist nicht unbedingt nur scherzhaft gemeint, mein Guter. Ah, so, habe ich denn? Nee, habe ich leider nicht dabei. Die wollte ich mir nämlich mal angucken. Was soll ich jetzt sagen? Die für nasse Füße, für ein Holz genommen. Aber naja, gut. Er selbst hat ja auch noch geschrieben, er ist selbst kein Bodydöner mehr, weil er lange nicht trainiert, sondern hat inzwischen auch ordentlich zugenommen. Oder zugenommen zumindest. Ja, das liebe Gewicht, da kann ich dir ja ein Lied von singen. Und es hat nun wirklich, und weiß Gott, es waren ganz normale Oblings. Kommentaren stand, ich sollte die vielleicht hier zwischen machen. Das sieht mit Sicherheit gut aus. Und dann fehlt nur noch etwas oben rüber. Ich hatte überlegt, das hier offen zu lassen als offenes Gelände. Aber das hätte natürlich auch was. Das probieren wir einfach mal. Wir haben auch das. Also klar, holen wir das mal schnell. Aber ich bin ja nicht allzu nachtragend, von daher. Wie zum Teufel kommst du denn dahin? Also diese Ausbrecherschweine, ne? Ja, und da den Aufgang müssen wir dann auch bald mal machen und da oben weitermachen oder drinnen anfangen. Sag mal, was willst du hier? Hä? Was willst du hier? Los, Kusch, hau ab! Nicht in mein Feld, das ist meins. Gehst du aus meinem Gemüse raus? Ich schlachte dich. Ich schlachte dich! So. Jetzt schieben wir erstmal ein Schwein hier durch die Gegend. Das ist übrigens das Sparschwein Schwarzgeld. So, die Folge kommt morgen raus, aus meiner Sicht, am Freitag, den 13. Inzwischen bin ich, glaube ich, 10 Euro in Verzug, was das Sparschwein angeht. Aber wobei ich aber sagen muss, im Moment, was da bei YouTube so rumhampelt, das ist ein wahres Wunder. Denn die Counter machen im Moment auch, nicht nur die E-Mails sind im Moment so ein bisschen am Rumspaxen, sondern auch die Counter sind irgendwie durchgedreht. Also ich kenne es ja mal, dass es mal aufwärts geht, so ein, zweimal wieder ein runter. Aber das, was die letzten Tage waren, da habe ich echt so gedacht, what? 2 hoch, 5 runter, 6 hoch, hin und her, kreuz und quer. Inzwischen hat er sich dann bei plus 5 oder so, kann man sagen, oder plus 6 eingependelt dann nach den Tagen. Wo man dann einfach nicht weiß, so, sind das jetzt Leute, die abonniert, wieder deabonniert haben? Oder ist da einfach irgendeine Scheiße passiert? Also ich weiß es, bei YouTube weiß man das wirklich nie. Was wollte ich jetzt machen? Das dumme Schwein, ne? Nun, na egal. Aber Hauptsache, es wächst im Gesamten, sagen wir es mal so. Ach ja, Holz wollte ich holen. Ich muss ein bisschen was, wo ist er denn? Trinken! Energetik! Auch
Ah, das könnte ich ja mir mal angucken. Mechanism. Ich glaube, die Mutter habe ich auch ansatzweise gut umgangen bisher. Das ist er doch, oder? Habe ich jetzt falsch gedrückt? Achso. Auch mir jetzt aufgeschrieben, welche Rüstung ihr alle vorgeschlagen habt. Biogenerator, Scuba Tank. So, irgendwie war hier Enrichment Chamber, Obsidian Compressor, Solution Controller. Weil mit der Mod kenne ich mich, glaube ich, gar nicht aus. Ich glaube, das Teil hier, das kenne ich. Den Metallurgic Infuser. Aber ich glaube, das war es auch, was ich bisher aus dieser Mod wirklich bewusst genutzt habe. Factory, ja, Teleporter, Pam, müssen wir hier mal, weil ich sollte doch bitte anderen Ofen oben hinsetzen, der viel schneller läuft, damit das auch, wenn Kochsendungen produktiver werden. Ich weiß jetzt gerade einfach nicht, was hier von der Ofen ist. Und ja, ich werde das Update dann auch machen, wenn ich die Zeit finde, dann werde ich auf die neue Version gehen. Ihr habt mich überzeugt, dass ich das dann machen werde. Ich glaube, zur nächsten Aufnahme, die dann Samstag oder Sonntag sein wird, werde ich ja wahrscheinlich Samstag, vielleicht dann Montag ja wahrscheinlich zum Ort des Wirkens fahre und dann auch da im Sprinter hochladen werde, um meine Leitung zu entlasten. Egal, hier muss ich ja nochmal gucken, wo ich hier den Ofen finde. Wahrscheinlich ist das hier irgendwie so, genauso wie der Infuser, so ein Teil hier, ne? Hotelkondensator. Sawmill kenne ich. Ist klar, was das ist. Chamber, chemischer Wascher, Crystallizer, was für die Damen. Oh, das gebe wieder Haue. Das gebe dann Haue auf Gamescom, wenn ich dann da finden würde. Also da muss ich nochmal gucken, dass wir hier den Ofen raussuchen. Wer weiß, welches hier von der Ofen auch ist und was für Namen das Ding vielleicht am Ende einfach nur trifft. Das könnte sein. Energized Smelter. Das klingt doch fast wie ein Öflein, ne? Gucken wir doch mal. Recipes. Ja. Aber das könnte es sein. Shift M. Simple Machine that serves an Amazon-based furnace that runs off energy. Okay, das ist der Furnace. Ich hoffe, das ist der auch, den ihr gemeint habt. Wo war jetzt? Ich kann das. Na egal, da ist er. Der Energized Smelter, schreibt es bitte in die Kommentare, ob das der ist, der gemeint war. Und ich probiere das gerne aus. Ich baue da oben dann einen ab. Den zweiten haben wir ja noch, glaube ich, gar nicht. Oder hatte ich den? Doch, ich hatte den schon gebaut, ne? Ist ja Wumpe. Wir sind hier ja in einer wunderschönen Welt, mit der wir alles wieder auf- und abbauen können. Dann bauen wir zur Not einen ab und bauen den anderen hin. Dann haben wir hier zwei verschiedene. Wir können das gerne mal ausprobieren. Da bin ich ganz offen. Gamescom, gute Überleitung. Ja, war das jetzt. Ist immer das Problem, ich habe die Kommentare jetzt gerade so viele gelesen, halt. Jetzt bin ich gerade überlegen, war es Ciao oder war es Desert oder keine Ahnung. Desert hat auch einen Kommentar hinterlassen und die Antworten wollte, die ich mir jetzt natürlich nicht sortiert habe. Verdammt! Was war das doch? Ich verschiebe das. Dann mit der Antwort auf jeden Fall, vielleicht fällt es mir auch wieder ein. Punkto Gamescom. Ich glaube, es waren sogar beide, die wegen Gamescom geschrieben haben. Oder was, Andreas? Ich weiß es nicht. Ist ja egal. Punkto Gamescom, dass das so voll ist, selbst am ersten Tag und so weiter und so fort. Und dass man eigentlich da einmal hingeht und es dann nicht mehr braucht. Ich glaube, das wird mir auch so gehen. Aber zumindest einmal da geht. Ich weiß, die ersten schreien schon. Er hat schon wieder das Holz vergessen. ich bin heute auch wieder so herrlich konfus. Warum nehme ich eigentlich mal auf, wenn ich konfus bin? Keine Ahnung, das soll mir mal Konfuzius erklären. So, das da wollten wir benutzen. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ach, das ist schon das Dünneste. Dann machen wir die auch nochmal ganz dünn. Ich will es mir mal angucken. Ich will es mir mal angucken, wenn ich habe. Schmeiß was weg, ist doch egal. Was nicht genutzt wird, wird nicht genutzt. Wir sind doch hier in einer verschwenderischen Gesellschaft. Nee, also ich glaube auch, Gamescom, das ist so. Das, ich glaube, wenn jetzt mit YouTube mehr los wäre, dann wäre das so ein Must. So Must-Have, will ich schon sagen. Also ein Termin, den man wirklich wahrnehmen sollte. Alleine, um halt auch mit Zuschauern zu dort vielleicht interagieren können. Dass man dort mal getroffen werden kann und so weiter und so fort. Doch, das sieht echt vielleicht ganz gut aus. Es ist schade, das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass das nicht mittig sitzt, sodass es von außen dann. Ich mach's mal einfach. Also von außen, ja.
Von hier sieht's geil aus. Wenn dann oben noch was drauf käme, sehe ich es richtig gut. Also von hier gefällt's mich. Das heißt, ich müsste von hier dann noch... Haben wir natürlich auch nicht mehr, ne? Nee. Das heißt, ich müsste dann von hier dann... Muss man mal gucken, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ich mache das erstmal wieder ab. Aber das halten wir mal... Ich will mir sagen, die Folge ist vorbei. Das halten wir mal im Hinterkopf. Ich bin ja noch überlegen, was ich oben als Geländer drauf mache. Da muss ich nochmal in die schönen Steine gucken. Unser Reisfeld sieht auch schon einigermaßen süß aus hier. Das will ich ja, wie gesagt, eigentlich so klassisch automatisieren. Oder zumindest pseudoklassisch. Das muss man da auch noch ein bisschen ausweiten, dass dann hier schönes Wasser runterlaufen kann irgendwie. Da müssen wir auch noch gucken, dass das funktioniert. Dann haben wir hier hinten... Ah ja, wir können jetzt... So schön ist, dass wir jetzt diese Gegend erschlossen haben. Hihi, hier können wir ganz viel machen. Joa, kicken wir mal. Ja, Gamescom. Ich weiß, die Folge ist theoretisch vorbei, aber das Thema will ich jetzt zumindest da noch zu Ende bringen. Wir brauchen schon wieder was zu essen, das kann ich in der Zeit mir holen. Also aus Kanalsicht ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit, dass man dann auch dort getroffen werden würde. Ich glaube aber, das ist eher was wirklich für welche, die bekannter sind. Mich würde da eh keine Sau erkennen. Nur doch, vielleicht ein, zwei von euch, falls ihr da wert zufällig um mir über den Weg laufen würdet. Ich glaube, ich würde durch meine Unauffälligkeit auffallen. Mit Punktum maskiert fällt mir auf der Gamescom doch nicht auf. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube, durch, gerade weil ich dann eher noch unauffällig gekleidet da rumhampeln würde, würde ich dadurch auffallen. Ah, jetzt können wir sie wieder essen. Sehr schön. Foodlong. Das Schlimmste, ich habe heute selber noch nichts gegessen. Ich krieg Hunger. Und ja, also da müsste das schon eigentlich mal sein. Ich hoffe, dass ich es mal einrichten kann. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr was werden wird. Vor allem, wie gesagt, immer von dem Punkt Geld her gesehen. Man muss ja doch noch so ein bisschen knausern und knapsen, solange nicht so viel im Haben ist oder auf der Habenseite. Und ich sag mal so, ein Tag auf der Gamescon selbst, es ist jetzt nicht so das Problem. Aber halt, ich glaube, ein Tag, ob der erreichen würde, dass sich wirklich mal Ruhe anzugucken. Vorteil ist natürlich, wenn man irgendwie... zeitungsmäßig oder recherchemäßig dort unterwegs wäre. Vielleicht sogar mit einem netten Presseausweis. Da hat man natürlich den Vorteil, dass man zum Beispiel dann auch den geschlossenen für die Presse vorbereitenden Tagen da rumhüpfen könnte. Was natürlich schön wäre. So, ich glaube, wir müssen hier mal wieder hier unser Generator. Brauchen wir wieder ein bisschen. Sonst haben wir hier bald doch noch Out of Energy, weil hier ja noch die Leitungen und alles noch fehlen. Die müssen wir auch noch mal umbauen. Huiuiui, also ich glaube schon, es macht auf jeden Fall mal Spaß, aber ich habe es von mehreren gehört, die gesagt haben, man geht da einmal hin und dann hat man es gesehen und braucht es nicht mehr. Ich glaube, so könnte es mir tendenziell auch gehen. Ob es dann so ist wirklich, müsste ich schauen. Aber ich möchte es auf jeden Fall mal miterlebt haben, das Phänomen Gamescom. Ich glaube, das ist auch etwas, was man gerade als Gamer mal gemacht haben sollte. Früher oder später wird es mit Sicherheit mal funktionieren. Ich muss gucken. Wie gesagt, theoretisch lieber, dass man da ein, zwei Tage mal auch mal hingeht und nicht nur ein, dann da durchstresst, sondern wirklich sich ein paar Tage Zeit lässt. Da hat man das Problem, man braucht dort ein Zimmer oder eine Übernachtungsmöglichkeit und dann fängt es halt an, kompliziert zu werden. Kennt tue ich dort in der Gegend bewusst niemanden. Jedenfalls wüsste ich jetzt keinen vom frühen Bekanntenkreis, der dort hingezogen ist. Und dann sich dort ein Zimmer nehmen, gerade zuhört. Gamescom-Zeit ist Zwiebelleder, ne? Portemonnaie, reingucken und heulen. Ansonsten ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich, also ich würde zumindest sagen, hey, T-Shirt drucken lassen mit Kanallogo und dann wirklich, wenn ich sage, ich gehe jetzt offensichtlich als Herr Okami dahin, dann würde ich auch mit der Maske. Sonst würde ich da aber, glaube ich, auch eher versuchen, inkognito, vielleicht sogar so Sturmtrooper oder sowas, damit man gar nicht erst erkannt wird. Das sind natürlich dann auch nette Möglichkeiten. Jo, ich glaube, ich erzähle in der nächsten Folge weiter. Denn ich habe ja, wie viel Zeit habe ich noch? Blick auf Uhr, eine kann ich noch. Eine geht noch, Flochheinsen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.